von Webuzz, dem Shuttle-Service an ihrer Rennstrecke. Also kommen zum nächsten Lauf wieder der Bocciqua 2 TCR Series in Knockel in Schottland. Wir sind zurück hier zum 6. Wertungslauf heute am 23.02.2018 an diesem Freitagabend. Ja, Knockel zu 11, nicht zu 11, zu Alter, Entschuldigung, zu 10 sind wir heute. Ja, Joko hat sein Debüt und ja, Opel nur mit einem Fahrzeug unterwegs, dafür Mercedes mit 3. Ja, mal gucken eben, wie es drin so ausgehen will. Wir gucken uns aber jetzt erstmal das Qualifying an, weil das war ja schon mehr Ersparnis hier auf dieser recht kurzen Strecke. Wir fahren nämlich, ja, knappe 51 Sekunden. Ja, dahinter dann VTG, hinter TG, Chris Ken 3, Poker 4, Flag in Sky 5, Vulpes 6, Cent, Opel auf der 7, Wolf 8, Artemis 9 und Jugo auf der 10. Ich würde sagen, viel Spaß beim Rennen und ja, los geht's. Das Video wird Ihnen präsentiert von Snackity und von Webuzz, dem Shuttle-Service an Ihrer Rennstrecke. So, Lauf 6 Knockel zum ersten Mal wieder in Schottland seit dem 23.12. Es kann losgehen. Und es geht auch schon los. Poker mit einem grandiosen Start. Poker fährt erstmal auf die 1 vor. Was ist denn hier los, liebe Zuschauer? Poker verliert keinen Platz. Er gewinnt 3 Plätze. Und Wolf und Cent berühren sich. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist hier Cent letzter. Das gibt's doch jetzt nicht. Fährt Cent so schön unter oder knapp mit in der Sekunde auf Platz 6 und schon wieder gedreht. Was ist denn hier los? Ja, und jetzt sind wir natürlich bei der Frontgruppe mit 6 Autos. Ja, wir sind beim Onward, beim, ja, aktuellen Meisterschaftsführenden. Ja, Knockel, Schottland, ich habe es ja gerade schon nochmal gesagt. Zuletzt waren wir in Schottland seit, nicht seit, was glaube ich. Zuletzt waren wir in Schottland am 23.12.2016. Tiki da mit dem ganz schönen guten Dive hier. Das Ganze fand auf Bandelbestand, das war ja ein Sturmchaos da, ja. Das Ganze hat ja Cent gewonnen mit Sam McLaren, das war natürlich noch die GT3-Klasse und ja, Chris Kane. Ist da ganz schön unter Beschuss, aber Wulp ist jetzt auch von Flecky und Sky hier. Flecky und Sky nämlich auch nur noch auf der 16. Position. Ist nämlich auch nicht so toll. Wenn man mal bedenkt, wo die eigentlich sein sollten. Ja, Knockel, wir werden hier wahrscheinlich Project Cross einzigste Mal sein, wahrscheinlich nochmal auf dem Fun-Event Rallycross. Da werden wir dann auf jeden Fall nochmal hier sein, aber ansonsten geht da nichts, weil ja, 12 Pits, Leute, wir haben Glück, dass wir halt hier in der TCR nur so wenige sind. Und ja, das heißt, wir dürfen das Rennen jetzt erstmal ein bisschen genießen, weil ja. Chris Kane, der gerade schon ganz schön quer gestanden. So, sind auf der 9, Wolf auf der 8, okay, aber Wolf hat da ganz schön Cent angehauen. Mal gucken, ob es da noch irgendwas geben wird hier für ihn. Aber die Spitze hier, Poker, Mercedes führt. Und ja, Opel heute nur mit einem Auto, nämlich mit Cent hier zu Gast. Also, und Chris Kane gegen Tiki jetzt hier. Und der ist dieses Mal vorbei hier. Erste Kurve ist nicht so toll, wenn man die mal zu zweit fahren darf, aber sie schaffen wir es trotzdem. Die erste Kurve, die ist wirklich so ein Hang direkt runter. Wie im Prince Hedge artig, nur noch schlimmer. Und Tiki geht durchs Kiesbett und es berühren sie. Jetzt schießen die sich ab oder was? Ach du Scheiße! Ach du Heilige! Vulpes! Was geht denn hier ab? Ich konnte, also das sieht man hier von hier angestellt, aber sorry für meine Wortwahl, aber boah, was war denn das jetzt? Boah. Also Knockel ist glaube ich nicht so BMW-freundlich, würde ich mal so sagen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Was ist denn hier los? Die Führung setzt sich so leicht ab und dahinter kommt dann der ganze Tumuchel auch schon. Wir sind auch beim Führenden. Ach du Heilige, Vulpes geht's gut, mir wurde gerade nochmal nachgefragt, aber okay, ja, ist okay. Ob das Auto wieder fahrtüchtig ist, ist die Frage. Wir fahren mal ganz kurz bei Flickens Game mit, wir schauen uns das aus in dieser Kurve, wo er sich wirklich überschlagen hat. Der hatte da diesen hohen Körper, ja, der hat sich wahrscheinlich wirklich überschlagen. Im Training ist Cent mehrmals und auch im Qualifying einmal, ja, auf 2 Rennern durchgefahren. Da dachte man sich dann auch schon so, okay, was ist hier los, ne? Trotzdem, boah, Vulpes, ja, dieser Box, okay, mal gucken, die Boxengasse ist ja hier dieses Mini-Gebäude hier, liebe Zuschauer, sieht man ja hier. Da geht es noch ein, 2 mehr, jetzt ziehen wir es nochmal ganz kurz, das ist nämlich die ganze Box in Knockel. Schade, muss man jedoch sagen. Aber die Strecke ist richtig geil, aber nach der Corsa, liebe Zuschauer, da gibt es 24 Pitslots. Und das wird auch Vulpes überrunden, das gibt's doch nicht. Boah, na, nicht so toll. Egal. Vielleicht uns jetzt eigentlich schon, VTG Kindergott durchs Kieswild, okay, auch mal ganz interessant. Und da habe ich mir gesagt, Knockel eben wird dann nur noch in einer Seite Corsa mal zu sehen sein, aber auch nicht leider so oft.
Ich finde schade, aber wie schon gesagt, Rallycross wird es dieses Jahr auch geben in der Sommersaison. Wir werden ja dieses Jahr mehrere Sommerseasons haben, die wo eben ja Ende August oder ja mit die ersten Tage im September enden. Ne? Und da wird Rallycross wahrscheinlich dabei sein, wobei Rallycross wird wahrscheinlich sogar noch länger gehen. Aber Rallycross wird bloß ein paar Wochen sein, also alle drei Wochen oder so, mal gucken. Und vor allem auch, weil das überhaupt erstmal zusammenbekommen. Aber bei Rallycross weiß ich zumindest, dass da ja eh nur 5-6 Fahrer maximal zusammenfahren können. Muss ich mich mal ein bisschen informieren, werden da auf jeden Fall nur ein Test-Event planen. So an sich. Und ja, wenn wir diese Möglichkeit schon mal hier haben, Project Cars, was auch die Physik angeht, klar, außer der Kurs, da können wir das auch machen, aber was bringt's dir, wenn du in Assetto Corsa eigentlich eine Rennphysik hast? Und da ging gerade, dachte mir gerade schon, da ging gerade einer ins Kiesbett, doch nicht so. Naja. Naja, dann da dürft ihr euch schon mal mehr auf das Highlight-Video freuen, das hoffentlich diesmal etwas früher kommt. Boah, ich bin mal gespannt, ob man das an Onboard zeigen, weil, da sieht man ja fast nichts, ne? Man denkt, da sieht man eine Art weggeschlagen. Wahrscheinlich auf den Körper gekommen und dann wahrscheinlich sogar Rad nach links geschlagen und dann war es da auch schon weg, nehme ich an. Schade. Natürlich ist auch Yoko, der heute sein Debüt feiern darf, trotzdem. Also, Silverwolf und Yoko, die wo ja nicht mitfahren wollten, die waren dann leider gesperrt. Aufgrund dessen, dass vor allem bei Yoko dann ist ein Rennen da mal da und dann, ne? Pizzlos und so weiter, aber dann haben leider die beiden Opel-Fahrer Cruiser und Jan abgesagt. Steffen war ja sowieso nicht da. Ja, Jan leider krank. Und Cruiser nicht da. Schade, muss man sagen. Somit Opel wird wahrscheinlicherweise, und das ist auch so, sie werden knapp den dritten Platz wieder verlieren. Dann heißt natürlich jetzt für die nächsten Rennen, weil Joghurt auch wieder mitfahren wird, jedes Rennen. Aufschließen und gucken, dass es irgendwie hinhaut. Dass es, ne, von irgendwelchen kommt. Also ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wenn es hier vorne überhaupt geht, mal eine ganze Runde ab dem nächsten Mal Onboard zu sein, wie es denn ja nicht so aussieht im Knockel. Wir haben ja keine Onboard-perspektivischen Möglichkeiten mehr. Außer hier halt, ne, im Rennen. Aufpassen. Habe ich schon gesagt, die Strecke ist wirklich. Ich würde sogar sagen, die ist extra für diese Klasse gebaut worden. Klar, sie ist eventuell sogar ein bisschen zu bumpig, ne, sieht man auch, aber. Es ist an sich, ich habe mich mal so ein bisschen von mir Knochen, ist eigentlich nur so eine Club-Strecke quasi. Ja, hier ist die Rallycross-Abbiegung, also wie schon gesagt. Ja gut, sonst ist die überrunden. Man dachte sich wirklich so, schon so, ja, da muss man natürlich mal Rallycross machen, hat nur ohne Joker-Lab, und dann hat man ja vorne, es gibt ja sogar eine Rallycross-Strecke, die sogar relativ cool ist. Und ja, wie schon gesagt, Rallycross-Strecken gibt es, ich glaube, so 9-10 Stück. 19, genau. 9 oder 10 Stück. Und gucken, das sind da. Genau, das ist auch ganz geil hier. Du hast hier die Fans, es sind sau wenig Fans hier, aber dafür sind es die Fans, die wo sie es angucken wollen. Die schottischen Fans, die freuen sich vor allem, dass wir immer wieder hier sind. Ansonsten müssen wir richtig weit in den Süden fahren. Und ja, gut, das war erstmal eine Runde hier onboard. Vorne ist, wir führen die beiden weg hier. Nee, doch nicht. Ach, Tiki, wie führt's? Was mit Poker? VTGO, alles klar, was ist mit dem passiert, egal. Nicht VTGO. Da muss man hin. Eigentlich sogar schon da. Wie schon gesagt, ich bin jetzt mal relativ gespannt, was uns so erwarten wird in der kommenden Saison. Wo das Video hier kommt, ist es schon draußen. Und zwar die Formula Renault wird die nächste Klasse sein, die wo wir fahren werden. Auf, ja, man hat es auch schon im Trailer, aber hat man leider bloß, ja. Ich glaube nur sogar 40% der Strecken gesehen. Nämlich Algarve, Spa, Red Bull Ring. Genau. Aber an sich sind es 8 Wertungsläufe, also 5 Strecken kommen noch dazu. Ne, 4 stimmt mit Fuji geschwimmen. Also dann haben wir die Hälfte der Strecken gesehen. Und ja, ich kann sowieso sagen, Jungs, wir müssen mal in der Open Wheeler Klasse fahren. Formula Renault sind wir an sich noch nie was gefahren. Formula C hat man schon mal als Formel 3 und so weiter und so fort. Die Formula Renault ist so ein Zwischending aus Formel 3 und Formel 2, muss man sagen. Deswegen. Oder das Formel 1 und Formel 2, ich weiß nicht genau. Poker! Was ist denn jetzt passiert? Ach du Heilige! Poker verliert den Platz, weil Chris Kenny da minimal die Zeit abgeschossen hat. Ach du Heilige! Ach du Heilige! Was ist denn hier los? Ohne Witz. Aber na gut, das ist ein Knockel. Ich persönlich, das ist eine meiner Lieblingsstrecken geworden, also sorry, aber Problem ist bloß, ich kann sie nicht als Lieblingsstrecke an sich nehmen, weil, ja, ne, wir werden hier nur ein, zwei Mal fahren.
hier, ne, als Event oder als kleinere, wenn es mal eine kleinere Liga ist und man dann sagt, okay, komm, wir machen es halt nach diesem Jahr, okay, kommen nur die Top 12, alle müssen vorne mal der Gruppenzeit fahren oder sowas. Aber die Top 12 vom letzten Rennen dürfen dann noch vorne oder was auch immer, ne, dann geht das schon, aber ja, an sich hier leider dann nur noch nach der Kurse. Und ich glaube, im Butchercast ist sie schöner zusammengefixt, schön zusammengebaut. Liegt aber auch nur daran, dass halt eben die Butchercast Grafik etwas Bom-Bom-lastig ist. Bom-Bom. Ja, sieht man ganz schön, ne? Hier manche, oder der Himmel als Beispiel, der ist viel zu farbig quasi. Aber naja, gut. Die Mod für Assetto Corsa soll richtig gut sein, mal gucken. Ja. Ich bin sehr gespannt, da kommt da schon der Angriff Fleck in Sky gegen Poker. Mensch. Also eher Poker gegen Fleck in Sky, ne? Aber egal. So, jetzt hier. Hätte, das ist ja noch die Überrundung. Wir müssen dann Artemis Cent, die holen auch so leicht auf. Aber die fighten jetzt hier ganz schön. Also, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier gleich nicht in einem Unfall enden wird. Und da fährt auch gerade Poker schon wieder mal auf Track durch die Gegend. Oh, Leute, jetzt passt es halt auf. Und Poker muss die Slowdown absetzen oder so. Schade, das führt Fleck in. Jetzt führt, genau. Jetzt sind hier Fleck ins Gang, Chris Kane, Kabinimos beschäftigt. Ja, man sieht schon, Mercedes auf dem Level von BMW und Renault, Opel vielleicht auch, wenn sie mal Gas geben würde. Also an sich lag dann doch VSE mit der Beschreibung, die Strecke ist für die Frontantriebautos besser oder schöner als die anderen Strecken. Schon richtig, BMW hat hier sogar mehr Probleme, muss man schon fast sagen, weil ich meine, gut, die hier alle können dann Vollgas geben, die hier müssen gut, dass sie nicht in die Quere kommen. Und Poker schon wieder gegen Chris Kane, was ist denn da los, Mensch? Poker nur noch auf der 5, das ist doch auch nicht normal. Mercedes nur noch auf der 5. Position für Opel, ist natürlich jetzt überlebenswichtig hier. Das entweder. Oh, Poker, was machst du denn? Was macht ihr da, Alter? Ich weiß nicht, also. Es ist gerade richtig schön auch zu sehen und vor allem zu kommentieren. Das, ich glaube, das ist sogar Knockel gebaut worden für dieses enge Racing mit langsamen Karren. Ich kann es mir nur so vorstellen. So, jetzt schlicht hier Poker schon wieder rein. Mal gucken. Ich komme gerade schon fast davor, als ob die vier hier gerade Rallycross fahren wollen. Entschuldigung. Und jetzt ist zu dreht Free Ride oder was? Würde ich euch lieber nicht, also ich würde es euch lieber nicht zutrauen. Oh, Poker, nein! Das gibt's doch nicht, Jungs. Was ist denn los? Der Chris Campbell wird blockiert und so. Jetzt kommt hier Artemis hin und Send auch noch. Poker löst eine kleine Kollision aus. Aufpassen hier. Jetzt Flecki und Sky hier ganz schön, die Kamera ist leider viel zu weit weg, aber danke nochmal ans Haus, der Technikteam hier, die Hügel sind nicht die besten Frequenzen hier in Schottland. Trotzdem sehr, sehr gute Kameras hier verbaut. Und jetzt hier Chris Kane kann vorbeigehen an Flecki und Sky, da gibt es die Mini-Berührung, jetzt Poker verteidigt ihn und jetzt ist er noch. Ich kann auch schon nicht mehr. Oh, Leute, Jungs, bitte. Wir wollen jetzt nicht gleich jemanden aufgabeln, ne? Wäre schlecht, wenn. Wäre wirklich schlecht, wenn. Ah, oh, Leute, wir schalten uns zu Chris Kane und jetzt kommen wir da hinten. Artemis und Cent auch immer näher. Gucken wir mal, es sind gerade hier 6 Autos. Eine Überrundung leider, also 5 Autos kämpfen hier. 6, hä, 2, 4, 8, so, das ist okay, ja, doch. 6 Autos kämpfen hier gerade wirklich so an sich darum. Ja. Schaut mal ganz irgendwo zu Cent. Hat man noch gar nicht im Bild fast, außer bei der ersten Kurve. Guck mal, da vorne alles gut, ich hoffe doch. So, jetzt ist er hier onboard innen. Und dran vorbeiziehen, Opel. Am AMG, super gemacht, Opel, Apple, auch wieder beste Laune. Hier, da klatschen sie auch nochmal bei Opel, weil wir sind wieder onboard bei Chris Kane. Schafft er es endlich am Poker vorbei oder kann sich Poker behaupten? Ne? Werden sehen. Chris Kane dreht. Chris Kane dreht sich und Sand zieht am Opel vorbei und Artemis nicht. Schade.
Chris Gayne verliert sein Auto und das ist halt eben das, wofür diese Strecke aufgebaut ist. Nicht für Hecktriebfahrzeuge oder zumindest nicht so gut für Hecktrieb. Und Artemis im Kiesbett, oh. Gibt's nicht. Jetzt hat Cruiser, genau. Jetzt hat Chris Gayne Sand vor sich. Ich bin mal gespannt. Entweder Sand lässt ihn durch, Sand fightet mit ihm zu hart und das Auto ist, und BMW zieht so vorbei oder. Wir sind sogar ausgerechnet. Mal gucken, ob er sich absetzen kann oder ob es gleich oder ob er wieder hinkommt. Hier. Der Oberpilot und jetzt Poker. Ja. Der ist erstmal auf der 3 und vorne die Führung. Die fightet aber auch wie Sau, oder? Kann das sein? Naja, geht schon. Kommen wir mal später zu. Wir sind jetzt erstmal auch mal hier bei Chris Gayne. Ne, kommt bei Sand. Noch schöner. Oh, ist jetzt Auto aber auch schon ganz schön. Ist das mal so hellbraun. Was ist da los? Zu viel Off-Track gefahren. Hier scheint irgendwie jedes Auto so aus. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier, ja, ne? Nur bei Sand so war. Schlecht wäre es. Und Sand kommt off-track. Die Chance für Chris Gayne. Er geht jetzt mal vorbei auch, okay. Oder? Ja, minimal ist, aber. Kann Opel zurückhauen. Wulpe ist die Überrundung drängt und natürlich auch nochmal verdient. Das ist natürlich jetzt extra so. Dass die hier drängt und er will auch vorbei, ne, damit da, ne, Chris Gayne nochmal ein Schutzding hat. Und Sand geht innen rein bei Chris Gayne. Sand mit dem. Meisterschaftsführenden in dem Kampf, das gibt's doch auch nicht. Das gibt's doch nicht hier. Opel auf der Balance aktuell von BMW. Besser geht's nicht. Und jetzt geht Chris Gayne vorbei. Und was macht denn Chris Gayne da? Er zieht direkt vor Sand hin. Und jetzt ist, glaube ich, Sand on fire. Ja, Sand ist on fire. Der blinkt ihn auch an. Und sagt auch, hey, was soll das? Also, es sah mir gerade nicht so aus, als ob da irgendwas schief gegangen wäre, aber irgendwas war dann schon wieder. Jetzt sind wir mal bei Wulpes, der nämlich jetzt hier Adrian auch vorbei möchte. Ja, hatte nicht genügend Anlage in diesem Rennen, aber Chris Gayne vorbei an Sand wieder. Ja, ein VTG dafür, wir sind auch mal bei ihm. Mal gucken. Wie es bei ihm ausschaut.
So, jetzt kommt hier der Überholversuch. Chris Kane rein in die letzte Kurve hier. Na, was geht da hinten ab? Sand und Chris Kane. Chris Kane, genau. Sand und Vulpes, was geht denn hier schief? Aber wir sind aber bei Fläche in Sky. Der verliert nämlich gerade eine. Denn der verliert. Ja, okay, gut. Der verliert nämlich gerade den Platz an Chris Kane, so heißt. Ja, wir haben bisher in diesem Rennen viele spannende Kämpfe gesehen, auch einen Überschlag, der erste, glaube ich, sogar in dieser Saison, ne, glaube ich. Ja gut, vor zwei Wochen hat sich ja auch hier, Wolpes schon fast ins Netteten weggeschlagen, hat er ja nochmal Glück. Aber ja gut, mit diesem Rennen geht auch, by the way, die Inseltour zu Ende, dann reisen wir nämlich nochmal nach Portugal, also ganz woanders hin. Oh, und Fleckchen sogar tritt Chris Kane. Gibt's denn da so ein Assistent? Nehme ich an Chris Kane dran, oder? Ja, na gut, geht. Wir sind mal auch bei ihm. Einzige Opel heute. Die Sponsoren müssen auch etwas vertreten werden. Ja, mal gucken. Ja, wie schon der Formula Renault Liga wird eigentlich sehr, sehr geil, weil ja, gut, ich habe es mir mal angeschaut, so ein bisschen Wintertesting schon mal gemacht auf glatt und auf schneeglatter Fahrbahn und so weiter. Es ist schon wirklich richtig cool. Also, an sich ist die Formula Renault bestimmt eine schöne Klasse und nach dieser Liga geht es dann eben entweder in die zweite GT3 Season oder halt dann eben doch in die GTE Liga alleine oder dann eben GTE LMP irgendwas, Multiclass, wie man es auch immer nennen möchte. Und ja, mal gucken eben, wie wir da handhaben werden. Ja, und da immer jetzt mal GT4, weil GT4 ist ja wirklich am geilsten übersetzt, würde ich sagen. So viele Autos und so weiter, also mal gucken. Und nicht zu vergessen Rallycross eben dieses Jahr, wenn ich so dann jedes Jahr eine kleine Rallycross Championship, weil dafür ist ja Project Cars irgendwie so gemacht, um Schnee und so weiter zu fahren oder fahren zu können eher. Ja, mal gucken eben. Ja, hier wird, ich weiß nicht, ob hier auch in Real Life Rallycross gefahren wird. Weil die Strecke hat schon so einen Touch, muss ich sagen. Also, das kann man schon mal sagen. Und Wolf legt sich ab. Wolf hat sich gerade abgelegt. Das ist fast in die Barriere, muss man sagen. Hat hier nochmal gerade Glück, Crossword. Schaut das wieder aus dem Kies raus, ja. Schlecht. Und jetzt ist Wolpes an ihm vorbeigeschossen. Und da hinten Artemis. Nochmal durchs Kiesbett, bitte. Schade. Sind wir gerade mal so bei den Zweien, die. Haben ja auch so ihre Macken in diesem Rennen bisher. Ja, und ich darf nochmal ganz so sagen, Fleck und Sky, da fährt der mit Tastatur. Wir müssen uns das gerade mal angucken, wie ihr das so eigentlich schafft, das Auto so zu so halten. Das ist schon wirklich eine Kunst, weil er hatte schon zwei, drei, weiß gar nicht genau, zwei oder drei Rennen gewonnen, zwei Rennen gewonnen, wir haben aus die Pole schon gefahren. Der Junge hat es echt drauf, man sieht es auch hier auch. Ich glaube ja auch schon die Leute, die ohne Tastatur relativ schlecht waren, auch im Bridge Cross 1, weil halt eben ihre Macken hatten. Ich glaube, er jetzt halt nicht dazu. Er kann sich da schon mal mit Clubmaster nicht messen, würde ich sagen. Und ja, leider sieht man Clubmaster nicht mehr in Bridge Cars 2, es sei denn, er
hat wirklich mal Bock, eine Rallycross zu fahren oder was auch immer. Bin ich mal relativ gespannt. Und der Bestandteil Rallycross wird interessant zu sein, anzugucken, weil entweder werde ich das Ganze nämlich live kommentieren mit Livestream und so weiter, oder halt dann eben doch mal gucken. Also wie schon gesagt, wir müssen gucken, weil wenn da, ich weiß nicht, das sind ja mehrere kleinere Rennen, wenn man die alle abspeichern kann, dann wird daraus wahrscheinlich ein schönes Video wieder gemacht. Mit ein oder zwei sogar Kommentatoren mal gucken. Weil ich mir das inzwischen doch nicht mehr so Rallycross entgehen lassen. Ist schon cool, vor allem wenn man auch schon ein Auto hat und ja, die Dirtfish Arena als Beispiel, die haben sie irgendwie reingekommen, wie auch immer. Ist nicht so die Lizenz von Dirtfish gut, aber ich weiß es nicht. Kann aber durchaus sein. Ja, die Führung, ne, die gucken wir uns mal an, weil die ist schon ganz schön lange da, ja, am Fighten. Noch knappe 15 Minuten to go. Leider, es kommt mir heute richtig lang vor. Ist aber nichtsdestotrotz schön hier zu sein. In Knockhill, in Schottland. Und ja, die Leute, die hier dürfen sich gut da hinten sind, die meisten Tribünen. Die Leute dürfen sich aber schon mal freuen, wir werden hier auch wieder zu Rallycross-Zeiten sein. Ja, vielleicht werden wir sogar jede Rallycross-Strecke mal besuchen kommen, wie auch immer. Bin ich, wie schon gesagt, mal gespannt, wie es denn eigentlich so ablaufen wird. Wir werden uns dann auch an das Real-Reglement halten, wenn es vor allem auch vom Spiel gibt. Aber ja, wie schon gesagt, wir werden da mal ein Test-Event quasi planen. Und wollen möglich auch nur mit 6-7 Fahrern, es geht ja, dann geht's nämlich sicher. Und ja, wie schon gesagt, ich bin gespannt, ich bin vor allem auch gehypt darauf, weil ja, Rallycross fährt man ja nicht alle Tage. Vor allem bei VWC hat man das noch nie. Rallycross bietet ja auch ebenso viele Klassen, bei RC ist es ja eigentlich auch so, ein ganzer Mozart, aber bei Rallycross kann man sich halt immer sicher sein, okay, die Autos, die fahren sich, das heißt, die fahren sich, ne, geil. Ihr wisst, was ich meine, die fahren sich halt eben wie jedes Rallycross Auto. Sag mal, die Leute, die Rallycross war, für sich geil finden, das Auto fährt sich geil. Die Leute, die sagen, okay, ist in Ordnung, das Auto fährt sich dann in Ordnung, weil bei RC gibt es ja manche Mods, die sind, oder Beispiel der M6 oder so, das ist eine GT-Mod, da fahren sich die Mods teilweise so grübelartig, da kann man es nicht veranstalten, hier würde es problemlos gehen. Also wie schon, da hat eben jedes Spiel seine Vor- und Nachteile, Racerum ist da, kommt da gut hinterher, weil die haben nämlich gleich die wichtigeren Sachen, also wie DTM, WTCC, ADAC GT Masters und so weiter. Auch da dürfen wir in der Zukunft viel sehen. Und ja, Leute, wir haben viel zu planen. Also wir brauchen euch da draußen auf www.vosr-community.jimdo.com. Und mal vorbeigucken oder checkt einfach den Channel aus, abonniert uns. Dann werdet ihr kein Video mehr verpasst von uns hier. Kostet ja nichts und würde vor allem uns freuen, wenn ihr uns weiter verfolgen würdet. Natürlich nur auf YouTube. Nee, wie schon gesagt, würde mich und auch uns hier von VSR freuen. Wenn der neueste Chat einfach mal auf unseren Channel rein, weil die Leute, wo die mich noch kein Abo haben, die bekommen dann nämlich erstmal den schönen Zeit hat F1, genau. Den schönen VSR warum will ich ja nicht mal F1 18 sagen? Den VSR 2018 schon wieder zu sehen. Ja, dann wird es vielleicht jetzt auch mal einen neuen Channel-Trailer geben, wie auch immer. Aber wie schon gesagt, würde uns freuen, dass wir euch hier irgendwann mal vielleicht sogar auf der Strecke wieder sehen dürfen. Hier in unseren Ligen. Anmeldung ist kostenlos. Abo ist kostenlos. Zielzüge ist kostenlos. Alles ist kostenlos. Hauptsache, ihr habt hier und könnt fahren. Ne, ich sag das bewusst. Es gab nämlich schon mal bei uns Leute, die hatten nämlich kein Hirn. Ja, und das will keiner. Man will Spaß haben. Klar, die Emotionen gehören dazu, aber dann möchte ich nicht in einem Besprechungsraum, wo 22 andere drin sind, wenn einer dabei nicht so gut gelaunt ist, dann gibt's erstmal ein Gefecht. Nee, wie ich gesagt, Emotionen gehören dazu. Und ja. VTU blinkt Artemis an. Ja, VTU aktuell auf dem Weg zu seinem ersten Sieg. Oh.
Ja, wir erreichen die 36. Rennrunde, liebe Zuschauer, hier noch knapp 9 Minuten to go. VT Griffe weiterhin hier vor Tiki. Ja, mal gucken. Und vor allem, wenn wir jetzt hier schon mal in Schottland und vor allem nicht so, also wenn wir aktuell so in Ländern sind, wo man nicht so oft hinkommt. Ja, wir sind also ein Teil der VSR Community oder halt eben das V, also wir haben ja mehrere VSR Garage Teams, wie man sie immer mit dem ist natürlich alles, ne, virtuell, ist klar. Und auch, also wie gesagt, ich sag's mal, das ist was wir fahren, ist real und das Ganze ist klar, alles andere ist ja virtuell quasi. Das VSR Garage Team kümmert sich um die Bestellung der Autos und so weiter, halt ihr wisst, was ich sagen möchte. Und ja, das ja, Race Room, also das VSR Race Room. GT3 Garage Team. Ja, die sind schon mittlerweile angekommen, seit ein, zwei Tagen. Nämlich in Thailand, ja. Auch da geht's mal. Erst einmal in Thailand, bei VSS erst mal hier in Thailand. Und so beim Changet International Circuit, den gibt's auch noch nicht so lange, erst mal seit 2014. Also, ja, mal gucken, welches Rennen wir da so erleben dürfen. Ich bin mehr als gespannt. Ich würde sagen, ich lasse nur noch ganz für die Minuten alleine, mal ist dann gleich wieder. Bei der Führung bleiben wir natürlich jetzt erstmal, oder ist irgendwas Wichtigeres? Nee. Also wir bleiben weiterhin onboard, hier auch gleich stoßen sie auf Send, glaube ich, ja. Also, liebe Zuschauer, bis gleich. So, wir sind zurück, die beiden haben jetzt überrundet. Die Stunden sind jetzt dann gleich mal auf Yoko, also auch hier bin ich aber relativ gespannt, was denn so passieren darf. Was ist denn jetzt noch? Ach du Heilige. Was war denn das jetzt? Alles klar, VDGO in der Wand. Oder das Auto ist hinne. Das ist ja jetzt richtig scheiße. VDGO, keine Ahnung, Internet. Problem oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall Poker jetzt hier. Ach du Heilige. Poker hier onboard mal bei Mercedes mal wieder. Gott, das war jetzt ein Ping-Problem und dann wahrscheinlich wäre Tiki bei ihm hinten drauf gefahren. Das war's, was VW Classic, nee, Classic VW Camper, alles klar. Sieht man hier so schön. Hier, das da. Egal, so, ja. VDGO, wo ist jetzt noch eine Box oder fährt er weiter? Ja, er fährt erstmal weiter. Hat das Auto ist gerade hinter sich, okay. Schade, muss man sagen, hier für VDGO. Richtig schade. Was ist denn da los, Mensch? Ja. Hatte müssen wir erstmal das Licht an. Ah, und jetzt, ach du. Wo fährt der? Lol, alles klar. Und Poker überholt ihn, Poker überholt ihn. Lotten, ne, alles. What the fuck? Ja gut. Jetzt haben wir es immer auch mal bei ihm. Schwindelfahrt mit VTGO. Ach, jetzt geht's wieder, oder was? Was ist denn das jetzt auch gewesen? Alles klar. Hoffentlich hat alle bis dato jetzt keinen Schaum bekommen. Schlecht wäre wenn. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt nochmal trotzdem mal ganz zusammen mit VTG alleine, auch wenn es sich irgendwie dreht, keine Ahnung, ohne Kommentar. Kurz auf andere. Also, bis gleich.
Und Tiki fällt bietet man in die letzte Runde ein. Hier sind wir auch bei ihm, würde ich sagen. Hier. Knockel, letzte Runde. Beim Führenden, der höchstwahrscheinlich das Rennen jetzt gewinnen wird hier. Ich kann es mir nämlich nicht jetzt anders vorstellen. Wir haben. Ja, Highlight-Video wird wahrscheinlich noch nicht so lang, wie es sein werden soll, aber. Dafür sind halt eben diese Highlights drin. Der Dreher, oder die Dreher. Dann, nee, erstmal der Start vorne, dann der Start bei Sand hinten. Also Übelstart mit Vulpes. Dann der lange, kurze Fight. Dann noch das mit der Führung, dann war noch das mit Sandwich, mit Chris Ken zweimal. Einmal von alleine, einmal mit Fleck und Sky, das wird schon was. Und ja, Tiki gewinnt das Rennen oder gewinnt Laufsektion, er holt schon den ersten Saisonsieg ein. Ja, Glückwunsch an den Renault-Piloten, der gewinnt das Rennen hier. Und darf sich erstmal eine Runde feiern lassen. Ja, und da hinten, wie geht's da aus? Chris Ken und Poker. Ach, das sieht es da. So, Chris Ken wird zweiter. Poker dritter, vielleicht gibt es Sky mit vierter. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und sieht man sich gleich nach den Interviews wieder. Jetzt euch am Podium hier Knockel, das hätte ich schon die GV-Serien war und von Weavers, dem Shuttle-Service, also schon lange her hier. Ja, nun auf Knockel, willkommen zurück, Poker, Platz 3 heute. Erzähl dir mal so ein bisschen von deinem Start. Ja, mein Start genial. Letzte Quali-Runde auf 4 vorgefahren. Dann Bombenstart, erste Kurve, erster. Konnte ich mich ein bisschen absetzen. Dann kam VTEC langsam immer näher. Und hat mich dann in der ersten Kurve etwas weit rausgeschoben. Okay. Und ja, dann war es irgendwie so der kleine Wurm drin. Dann habe ich mich auch etwas verbremst und hier mal gedreht. Und dann ging es mal nach hinten und wieder nach vorne. Und war echt spannend. Also war eigentlich ein schönes Rennen, muss ich sagen. Okay. Ja, Mercedes gegen Opel in der Markenwertung. Jetzt ist Opel ganz hinten. Ihr seid mit 6 Punkten vor dem Team. Oder vor der Marke, was sind denn, oder was denkst du, was wird noch mit deinem Team möglich sein, da auf Platz 3 am Ende zu kommen? Auf an wie viele Mercedes-Fahrer mitfahren in den nächsten Rennen. Okay, danke. Aber es sollte ein bisschen noch nach vorne gehen, wenigstens ein Platz. Ja gut, das wären zwar über 100 Punkte, aber okay, danke an dich. Ja, die anderen alle ausfallen. Was? Die anderen alle ausfallen, klappt das. Ja, danke an dich. Ja, willkommen zurück, Chris Kane. Glückwunsch zu P2. Was hat heute zum Sieg gefehlt? Ja, heute war es ein bisschen schwierig zu fahren. Der Kurs ist sehr wellig. Da so den optimalen Grip zu finden, ist ein bisschen schwierig mit dem Make-Antriebler. Ich denke, mit dem Frontantriebler auch. Aber ja, Quali konnte ich nicht ganz so überzeugen. Habe ich nicht das geschafft, was ich im Training geschafft habe. Start war diesmal okay, würde ich behaupten wollen. Ja, Renngeschehen war sehr, wie soll ich sagen, heikel. Also war sehr schweißtreibend, sehr anstrengend, sehr eng. Ein paar unnötige Berührungen waren auch dabei, aber da machst du halt nichts. Und ja. Okay. Alles in allem noch einen zweiten Platz geholt ist okay für mich. Okay, ja, kommen wir mal zur Meisterschaft, zur Fahrermeisterschaft, genau. Ja, du führst jetzt mit 56 Punkten vor Flecky und Sky, der heute ja nur Fünfter geworden ist, ne? Also viele, viele Punkte. Du hast theoretisch schon in 2 Wochen die Chance, natürlich, wenn du da jetzt, ne, gegen den extra Ring gewinnst und dann, ne, Flecky und Sky vielleicht mal ausfällt, ne, dann bist du ja schon Sieger. Wie wirst du jetzt in den nächsten 3 Rennen gehen oder sagen wir in die nächsten 2 erstmal? Ja, ich würde sagen, relativ ruhig. Gucken, was die Konkurrenz so macht, weil wie man merkt, wird sie konkurrenzfähig, was mich auch persönlich freut. Und ja, ich hoffe auf weitere Kämpfe, spannende Kämpfe und dennoch Siege. Okay, eine Frage noch zur Teammeisterschaft. 57 Punkte vor BMW. Wie sieht es denn da bei dir aus? 57 Punkte vor BMW? Ich fahre in BMW. Ja, vor Renault. Achso, vor Renault.
Ja, weiß ich nicht. Also wir haben ja versucht mit Vulpes den also ein bisschen Konstanz beizubringen. Das hat heute nicht ganz so geklappt. Den wollte ich eigentlich so ein bisschen mit durchs Feld schleppen. Ja, der ist dann aber, glaube ich, irgendwann rausgekickt worden. Und das übel, dass er auch an die Box musste und lange stand. Ja, wir werden versuchen, den ersten Platz zu verteidigen und hoffen, dass es gut geht. Okay, danke endlich. Ja, kommen wir nun zum Siegerplatz 1. Wow, nach 2 kommt die 1. Willkommen zurück zu Tiki. Ja, wie waren deine Rennen denn so? Auf Platz 1 oder Platz 2? Ach, schwierig. Der Start war miserabel, von 1 auf 4. Ja, 4 war's. 2. Runde, 3. Runde, ich weiß nicht wann. Jedenfalls kam sich da VTech und Tommy ein bisschen in die Quere. Sind rausgefahren, davon kann ich profitieren. Hab dann anfangs einen schönen Fight gehabt mit Chris Kane. Da konnte auch irgendwann vorbeigehen. Ich habe mir dann in der letzten Kurve wieder geschnappt. Ja, und die Runde darauf gab es irgendwie einen kleinen Unfall. Das muss ich mir nochmal angucken. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Okay. Jedenfalls ist da Chris Kane ins Kies gefahren. Ja, restliche Rennen mit VTech war es extrem spannend. Also, erst war er hinter mir, dann habe ich irgendwann einen Fehler gemacht, VTech vorbei. Er konnte sich aber nie absetzen. Ich habe immer gemerkt, meine Bremspunkte sind deutlich später als seine. Irgendwann hätte ich es dann mal probiert, aber er hat wohl technische Schwierigkeiten gehabt mit seinem Internet. Und ja, da konnte ich davon profitieren und vorbeigehen. Und so das Rennen zu Ende fahren. Okay. Auf P1. Entschuldigung. Ja, Platz 4 in der Fahrermeisterschaft mit einem enormen Abstand auf Vulpes, aber nur einem minimalen auf VTQ. Wie wirst du denn jetzt noch in den ersten Rennen oder in die letzten Rennen gehen? Ja, ich werde versuchen, so viele Punkte zu holen wie möglich bei den verbliebenen Rennen, die ich auch mitfahren kann. Zwecks, ja, Arbeit. Und ja, am Ende wird zusammengerechnet, schauen wir mal. Okay. Ja, auch wenn ich die Frage Teamwertung, Markenwertung, wie man es auch immer nennen möchte. 57 Punkte, denkst du, dass ihr Jungs jetzt noch hinbekommt, weil ihr wart ja in den letzten mit Abstand die meisten? Also, das kann spannend werden. Davon gehe ich aus. Da ist auf jeden Fall noch was drin. Okay, gut, dann würde ich sagen, ja, ne, Schottland Champagner und so. Ja, ja. Ja, das Rennen ist vorbei, jetzt kommen auch schon die, 4. Flag in Sky, 5. VDQ, 6. Send, 7. Artemis, 8. Vulpes, Yogo auf der 9. Position, 10. wird Wolf mit 3 Runden zurück, also auch für ihn nochmal Punkte, hier und Knockel ist vorbei. Ja, wir schalten nach Portugal, nach Algarve, mal gucken, wie sein Rennen da so sein wird am 2.3. dann eben, mal gucken, ich bin gespannt, hoffentlich bleibt das Wetter so schön oder dann nochmal Regen, wäre auch mal ganz cool. Ja, neues Terrain mal wieder, zum letzten Mal dann in dieser Saison ja, auch ja, neue Strecken und halt eben auch Europa, die Europa-Tour endet dann nämlich in Portugal, dann geht es nämlich nochmal nach China und ja, USA und so weiter. Ich würde sagen, Alter, was ist da mit mir los? Ich würde sagen, danke fürs Zuhören, schön, dass ihr heute mal wieder dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal rein. Tschüss! Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Snackity und von Weebus, dem Shuttle-Service an Ihrer Rennstrecke.